Biss, Biss! Oh, ey! Nein, das ist die Mutti! Dazu! Ey, mit der Jackson, Alter! Was hast du dazu? Ein ekliges Ding! Jackson, was sagst du denn? Jesus, Marie! Mach mal den Schwanz so. 1,24 Meter. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Angelchipsies. Wie ihr seht, ich bin dieses Mal mit René, den kennt ihr schon, und Kevin am Start. Ja, René, was haben wir heute vor? Ja, es ist Herbstzeit. Ihr seht, der Wind peitscht. Regenhuschen kam auch schon. Ihr seht, wir haben die dicken Jacken an. Das hat gerade wieder aufgehört. Auf jeden Fall Herbstzeit ist Raubfischzeit. Wir versuchen es heute mal auf Zander. Mal gucken, so oft haben wir es hier noch nicht probiert. Aber wenn sie laufen, könnte was gehen. Wir hoffen, dass wir ein, zwei schöne Fische erwischen. Köderfischnehmer. Genau. Gestippt haben wir schon. Wie geil ist das? Wir drei mal zusammen. Ja. Wir sitzen einfach da, trinken mal eine Pfanne. Ja, das erste Mal zusammen seht ihr uns drei. Ja. Sonst war ja Jackie immer mit Kevin oder mit René. Ja, Kevin? Wir haben ein Highlight heute. Wir haben ein richtiges Highlight. Wir haben alle schön Zelt aufgebaut und der Dicke steht auf dem Boot. Ja. Naja, ich bin im Segelhafen. Ich brauche immer Wasser unterm Kiel, aber da ist halt kein Wasser. Das ist eine Katastrophe. Das ist 10 Minuten da und es ist wirklich nur Chaos. Naja, hier ist Remy Demi angesagt bei den Gypsies. Das Boot hochgehuckt. Ja, wie ihr wisst, wir sind nicht nur Jackson und Gypsy oder Gypsy und Jackson. Der Esel nennt sich ja zum Schluss eigentlich. Ja. Denn wir sind 4 oder 5 Mann, die das so betreiben. Vielleicht macht auch René und Kevin mal ein extra Video oder sowas irgendwann mal. Oder wenn wir mal keine Zeit haben, Jackie und ich, wenn es mal passt, nehmen Sie mal die Kamera mit. Ja, wie gesagt, wie René schon gesagt hat, Herbstzeit ist Sanderzeit, deswegen auf die Plätze, fertig, los, Köderfische rein. Genau. Und los geht's. Und du erklärst nochmal eine Montage, René. Wir holen uns einen. Kevin, wir holen uns einen. Jawohl. Ja, also bis Tänchen an. Tänchen! Am Start, denn das ist heute der Erklärbär. Sonst macht Jackie immer. Aber René angelt, sage ich mal, ein bisschen anders, beziehungsweise hat anderes Blei. Und deswegen finde ich es sehr interessant. Deswegen, René. So, ja, die uns schon länger verfolgen, die haben schon gesehen, ich angle ab und zu mal mit Mutter und ab und zu mal mit Schraube. Heute Weitwurfschraube. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Wie gesagt, es ist Herbst. Das fliegt ein bisschen besser. Das ist top. Alles ausprobiert. Gut, aber ansonsten okay, Hexenwerk, Wirbel, Perle, das schont. Und dann hier noch ein Wirbel und eine Schraube dran. Zeig mal her hier. Guck mal, ein Knotenschutz, ja? Genau. Wenn der Wirbel schön gegenknallt, da passiert nichts am Knoten. Genau. Und dann als Mono, als Vorwurf, was hast du da? Ja, ich habe hier eine 30er Mono. Ich habe bloß einen 33er drauf und das Vorwach soll ja eher wegreißen wie der Hauptschnur. Wenn du mal hängst oder so. Genau. Und dann normal eine kleine Ugel hier. Hand groß. Hier gekehlt ist er. Tot ist er und aber durch der Schwanzwurzel gehakt. Wie gesagt, wir wollen uns nicht unbedingt die kleinen Fische verangeln. Und ja, schauen wir mal. Die Sache geht jetzt raus. Die Zander, die nehmen den Köderfisch oder das Fischchen eigentlich immer von vorne, war. Genau. Dann lässt man sie ein bisschen ziehen, damit die ein bisschen schlucken können. Weil genau. Wenn man den Haken hier hat, kann man zwar auch machen und schneller anhauen, sag ich mal. Aber das ist auch eine gute Variante, hier im Schwanz eingehaken. Dann fressen die immer weiter. Dann kann man ein bisschen lassen. Genau. Und dann setzt man einen Anhieb und hofft, dass er vorne hängt. Aber ich sag mal, wir angeln auch so auf 40 Meter, 50 Meter Entfernung. Ja? Und durch die Schnurdehnung, das piept zweimal. Und dann nehmen wir meistens die Rute auf und hauen gleich an, dass sie nicht verangelt sind.
Aber wenn die ganz vorne im Kopf hängen, dann sind die dann meistens schon im Schlund drin. Und wenn du da einen kleineren hast, ist halt schade drum. Ja. Deswegen hier Schwanzwurzel gehakt. Perfekt, ey. So, und wenn das piept, zweimal, lässt du kurze Meter laufen und dann gibt es einer angeklatscht. Und dann einer angeklatscht, ja. Jawohl. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Wir gucken, wir hoffen, dass es heute klappt. Ja. Wie gesagt, die Geschichte geht jetzt raus. Wenn wir ihn haben, seid ihr dabei. So ist es. Okay. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr was seht. Und genau. Ihr drückt uns die Daumen, dass ihr was seht, sag ich mal. Oder ja. Ja. Irgendwie so. Genau so. So, René, du klatschst also, raus. Ja, oder? Naja, ich wollte gerade sagen, seid gespannt. Ich denke mal, wir angeln heute zu dritt. Einen werden wir schon rauszaubern, hoffe ich. Sag ich ja. So, das geht raus, wa? Ich klappe euch mal um, Jungs. Wir sind Genies hier. Was ist die Haus jetzt raus, richtig hier, oder was? Ja, ja. Wenn es jetzt abreißt hier. Nee, hier sind ein bisschen ein paar Äste. Ja, pass auf hier, nicht, dass du ein Buschhaus hier. Fahrrad. Ja. Oh, ey, deine Schraube fliegt gut, wa? Ja, Weitwurmschraube. Oh. Ja, ich weiß nicht, was Kevin hier schon wieder macht, hier ohne mich schon wieder essen. Was soll denn das eigentlich? Wenn ihr, vor allem mit Stäbchen. Ja, ich habe meine Gabel vergessen. Mit Stäbchen kannst du. Dann muss ich schnell Holz bauen. Ach, das sind nicht mal Stäbchen. Ach, das sind die Also mach ich ran hier. Ach, die sind geschnitzt? Ja, hab ich schnell was schnitzen müssen. Ich drehe durch. Na, kannst du mit den Händen essen? Mhm. Ja, genau, da. Jawohl. Was sagt ihr? Mega, oder? Ich hätte gerne mal einen Kommentar. Beim Angeln Döner geht auch mal. Habt ihr für mich auch was mitgebracht? Döner? Jawohl. Auch sowas mit Pommes? Ne. Döner. Ach so, normalen Döner, René, ja? Ja. Ach so, René, das kannst du mal noch mal zeigen hier, Jungs. Hier, was hängst du in eine Schnur ein hier? Ich hänge, jetzt ist noch ein bisschen Wind, da hast du immer die Gefahr, dass es zu sehr piept. Aber ich hänge immer Ringe ein, dass die erstmal so vorsichtig, wenn die nehmen, keinen Widerstand spüren, dass wir so einen ersten Meter nehmen können. Okay. Und dann manchmal, da hauen die dann eine Bremse rein, da hängen die dann sowieso schon. Da hängst du noch zum Beschweren ein Stückchen rein? Ja, das ist jetzt, weil der Wind so ein bisschen, ist zu viel Wind. Ja. Und das nicht gleich den Ring hochhebt, mache ich immer noch ein kleines Stöckchen rein. Und okay, über Nacht geht das ganz gut. Jetzt ist noch ein bisschen Wind, es soll ein bisschen nachlassen. Und da hänge ich dann ein Stückchen nicht mehr ein. Aber jetzt gerade am Anfang, wenn der Wind ist, mache ich das. Du hast aber trotzdem immer noch die Gefahr, da kommt dann ein bisschen Wind von schräg. Da hast du Kraut, da piept's. Aber ich sag mal so, ich bin ein fleißiger Angler. Da musst du halt zweimal, dreimal öfter kontrollieren. Ah, aber, also nicht so wie ich, der ein bisschen faul ist. Ja. Der einfach den Garten drinnen lässt. Genau. So. Ich gehe dann lieber fünfmal zur Route runter, aber es muss alles perfekt sein. Mhm. Und dann klappt das schon. Und hier hoch die Bremse schön. Genau. Schön, damit er schön ziehen kann. Genau. So, jetzt hau ich die Routen rein, René. Du hast es gut erklärt, muss ich sagen. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ja. René ist am Start. Jetzt gehen wir wieder hier hoch, aber das ist gefährlich hier nachts, oder? Ja, oh, René, ich habe hier zwei Pilze gefunden. Ja? Ich habe hier zwei Pilze gefunden. Ja. Ey, die wachsen wohl hier. Ja, warte, hier in Deckung. Jetzt kommt der zweite nämlich rein. Oh, da ist Sucht dahinter. Oh ja, da kommst du schon ganz schön weit, hä? Top. So, dreh ich nochmal um. So, machen wir jetzt erstmal alle Startler. Den Pilz, den pflücke ich erstmal gleich hier. So machen wir jetzt alle Startler. Und wenn alle Routen liegen, dann sehen wir uns nachher bestimmt nochmal. Beziehungsweise beim ersten Biss. Mal gucken, ob was geht. Ihr wisst ja selber, beim Angeln weiß man nie so richtig, ob was geht. Aber Hauptsache, wir sind mal alle zusammen draußen. Und verbringen auch mal Zeit. Vielleicht beißt einer, ihr seid mit am Start. Dann würde ich sagen, bis nachher. Und Daumen drücken ist angesagt. So, Jungs, wir werden jetzt mal gucken hier, was die Jungs hier gekocht haben, weil wir machen nämlich Catch and Cook, beide. 1, 2, 3, Zauberei.
Was gibt's hier? Eine schöne Fischsuppe. Schön Glühwein. Ja, voll. Ja, bei den Temperaturen, da kann man auch mal... Genau, ist auch kalt. Da kann man auch mal eine Sprite trinken. Genau, da gibt's heute Sprite. Geil, ey. Schön zusammensitzen. Bei den Temperaturen, da geht der Glühwein geht immer. Das ist eigentlich schon ein Muss. Ja. Gibt's ja über die Pfoten drüber. Oh, ey, hör auf, das ist richtig heiß hier. Ja, deswegen. Warum machst denn du keinen Top hier? Wo ist der hier mit so einer Ente hier? Pass auf, ich hab Übung. Oh. Wirklich, wa? Kein Tropfen? Kein Tropfen, na. Ey, das ist ein Genie. Guck. Eigentlich. Oh, ich freue mich richtig. Soll ich mal die Lampe ausmachen? Nee, ach, lass an hier. Nee, eigentlich gibt es immer Omas Glühwein. Hm? Das ist der billigste aus der Pappe. Weil da ist nämlich die Flasche nicht so schwer, wenn du hier drauf musst. Hm, das ist. Aber irgendwie haben die den billigen Omas Glühwein aus dem Sortiment genommen. Wolltest du Schleichwerbung? Deswegen gibt es heute teuren Glühwein. Das ist ja eine Sprite bei uns. Wir müssen schon bei Fanta, Sprite und naja, Cola. Was ist Cola bei uns? Nee. Wie Müll. Ach, Pater Gamer. Nee, das ist ja eine Sprite. Das ist eine Fanta da hinten und brauchen wir noch eine Bezeichnung für Cola. Cola ist Schnaps. Ja, das trinkt man nicht. Topf leer, schön aufgeteilt. Ja, du bist ein Genie, René. Und heiß. Und heiß. Ja, dann werden wir es jetzt schmecken lassen. Bis jetzt hat er nichts gebissen, ihr seht's. Ist schon ein bisschen dunkel geworden, die Sonne ist schon untergegangen. Ja, die ist glaube ich schon seit einer Stunde untergegangen. Ja, am Start. Wir sind gerade bei der Geselligkeit, aber das gehört zum Angeln halt auch dazu. So ist es. Ist manchmal, jeder wird es kennen von euch, man hat genug Angeltage, das haben wir auch, wo man rausfährt und nichts fängt. So. Aber die Geselligkeit muss manchmal sein. So ist es. Und das machen wir heute. Geil, ey. Heißt nicht, dass man muss auch dazu sagen, heißt nicht, dass wir uns bedrängen, aber mal ein Tässchen Glühwein und ein, zwei Fanta gehen heute mal weg. Schöne wir Runde. Sind ja auch ganz normale Leute. Wir müssen ja nicht vorspielen. Und in der Konstellation waren wir wirklich noch nie draußen, da kann man das schon. So ist es. Oder hast du da Wasser drin? Weil manche sagen dann, oh, ich trinke jetzt einen Kaffee oder ich trinke einen Tee. Nee, viele sagen dann wirklich, ich trinke einen Tee oder einen Kaffee. Warum muss man unehrlich sein, wa? Hier, das ist deiner, die Tasse ist heiß. Warte. Naja, Jungs. Würde ich sagen, Prost auf einen richtig geilen, schönen Abend. Wenn wir richtig ehrlich sind, habe ich denen die zwei Kleinbecher gegeben und habe die auch meinen gekauft. Aber ich habe noch gekauft. Also, Prost. Prost. Ein Genie. Prost. Ab geht's. Wir sagen, wir sehen uns. Bis später. So, Jungs und Mädels, Kevin, der erste Biss hier. Ey, na, das ging ja gut los, hä? Wie gesagt, gerade dunkel geworden. Schön durchgelaufen. Der spult ab, wa? Spult ja? Ja, man sieht es, der spult. Das Biss, hä? Also, wie der abgezogen ist. Ey, geil. Der erste Biss. Ja, der nimmt. Wir warten nicht ewig, wa? Oh, jetzt. Das läuft ja nicht mehr, ha? Jetzt frisst er. Ich leuchte mal auf der Spitze dort. Schön gelaufen, ey. Oh, 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 jetzt. Hängt? Yes, Alter! Erster Fisch, Jungs! Hängt, oder? Fett, ey! Wo ist der Kescher, Jungs? Wo ist der Kescher? Am Ufer, im Herbst. Jo, das ist er, das ist er. Oder ist der Dreck dran? Aber schwer, oder? Mal ruhig. Mal ruhig, ey, das ist vielleicht ein Aal oder sowas. Magst du was suppeln? Aber guck mal, wie die Rute krumm ist. Der ist so gelaufen. Ja. Kevin. Oh, doch, doch, doch. Ja, da ist Druck dahinter, Jungs. Oh, ich drehe durch.
Das ist fast lauter, das ist nicht. Na, gar nicht zucken. Was, du merkst ja auch nicht zucken. Hier vorne ist er schon irgendwo, wa? Nee, ist noch weit. Ist noch weit. Nee, nee. Der zieht ja übelst nach links. Ja. Da ist er. Oh ja, ein Zetti. Oh, ein schöner Zetti. Ein schöner Zetti. Hol ihn rein, der hängt vorne. Hol ihn rein, René. Nein. Ja. Yes, Mann. Ja. Ja. Alter, Kevin, schlag ein. Der erste Zetti, ey, im Herbst. Alter, ein schöner. Alter, ein Wasserbrett. Ein schöner. Ein richtiges Brett. Oh, ein schöner Mitte 60er, ey. Perfekt. Ich drehe ab, Jungs. Zeig mal kurz. Oh, ey, Kevin, komm her. So, Jungs und Mädels, guckt ihn euch an, ey. Geil. Denke mal so Mitte 60. Richtig geil. Dafür haben wir auch einen Grill hier. Denn jetzt können wir wirklich Catch and Cook machen. Mega Fisch. Das ist geil. Ein schöner Esszander. Geil. Richtig geil, Kevin. Im Herbst mit Köderfisch vom Ufer. Petri. Petri, mein Freund. René, komm mal her hier. Geil. Was sagst du dazu hier? Ich hab nur gecashert. Ja, aber du hast den Job auch gut gemacht. Du hast ihn da eingenetzt. Geiler Fisch, Alter. Echt. Richtig geiler Zander. Echt ein schöner Fisch. Herbstzeit ist Köderfischzeit. Ist so. Dass es so geklappt hat. Schön durchgelaufen. Schön angehauen, Kevin. Hast du von mir abgeguckt? Mal war ein Video. Jawohl. Nee, Quatsch. Wir verarzen einfach schnell. Genau, den werden wir schnell verarzen und dann geht's weiter. Petri. Mega. So, Jungs und Mädels, guckt ihn euch an. 64 cm. Richtig schöner Esszander. Deswegen. Gibt es jetzt wirklich noch ein Catch and Cook? Ich drehe durch und das ist der für die Tiere. Ihr seht, natürlich auf dem Kopf erstmal betäubt. Frontkehlschnitt. Richtig, also frischer geht es wirklich nicht. Den boxt jetzt René aus der Haut. Jawohl. Und dann packt man dort auf den Grill. Wie wir das machen, wird euch René jetzt kurz zeigen. Also, schneidet man hier schräg ein hinten. Schön frischer Zetti, ey. Bis zu den Flossen vor. So, und dann hier flach, wo die Gräte endet, schneiden wir lang. Und dann hört man hier, wenn man es hört auf der Kamera, hier, wenn man auf der Gräte ist, da schabt das. So, dann steche ich durch. Und auf der Flosse raus. Und dann das Messer wirklich schräg schön in Mittelgräte. Genau, bis hinten durch. So. Geil. Und dann mache ich so. Dann drehe ich den. Weil wenn das Filet fehlt auf der einen Seite, da kippelt der. So, dann drehe ich mir den. Und dann mache ich erstmal die andere Seite. Dann hier dasselbe wieder durchgestochen, durchgezogen und dann hier, da kippelt er nicht weg, wenn das Filet auf der anderen Seite noch dran ist. Also erstmal die eine Seite fertig machen und dann die zweite Seite. Jetzt können wir hier ein bisschen rumrennen. Hier hört man die Gräten wieder, auf der Gräte lang. Bis hier hinten wird er schön durchgestochen und schön dann auf der Mittelgräte lang bis hinten durchgezogen und dann hier hinten mal kurz ein bisschen schräg gestellt, zack, abgeschnitten. So, und dann schneiden wir schön lang und eigentlich gibt das Messer gibt die Führung her. Da schneidet es hier lang, ist immer wichtig hier hört ihr, wie das auf der Gräte schabt. Du dir schön runterfilettieren und dann beim Zander, die haben halt jetzt hier kommt eine Stelle, wo die Y-Gräten haben, die nach oben gehen. Viele schneiden es runter. Ich tue das ausfilettieren bis runter. So, dann geht das hier hoch. Dann seht ihr das, da seid ihr hier auf der Haut und da habt ihr hier so 6-7 Strahlen. Die kleinen Gräten und dann mache ich das so, ich gehe hier drunter, schneide die raus, so, hier runter geschnitten,
Und hier ist noch einer. Das letzte habe ich nicht erwischt. Hier sieht man, schön, glaube ich. Sieht man alle drin. Ja, die schneidest du runter. Und dann gehst du hier weiter, so gerade runter. Und dann kommst du wieder auf die Bauchgräten raus. Das ist auch top, wa? Und jetzt noch eine. Muss man ein bisschen Gefühl haben, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Die war jetzt durchgeschnitten, aber gut. Die tun wir dann rausholen. Die waren auch nicht durch. Ja, wenn man die sieht, so. Ja, die eine, so. Und dann ist man dahinter und dann kann man runtergehen und da ist man richtig schön auf den Bauchgräten drauf. So, dann schneiden wir runter hier, ja, bis an den Bauchgräten. Das ist top. Ich schneide die zwar, ich mache den V-Schnitt später, aber das kann man auch so machen. Ja, du kannst den V-Schnitt machen, ich mache das nicht mit dem V-Schnitt, ich mit dem Hochrücken. So, den Gang macht man dann natürlich noch sauber, das ist natürlich genau. Klar. Also hier sind jetzt die Y-Gräten drin und das sind hier die Bauchgräten. So, und da haben wir den ganzen Bauchgräten raus. Zack. Dann schneiden wir das Filet so weg. So, oh, hier ist es, Jungs. Und da haben wir ein Filet. Die Gräten sind wirklich alle. Und viele machen den Bauchschnitt danach, so. Den V-Schnitt, aber ich habe die vorher schon mit rausfilettiert. Das ist natürlich geil. So. René, ich muss sagen, dann machen wir das zweite Filet. Die hängen hier oben. Hättest du ein? Richtig, warte, geil erklärt. Der trägt schon Hände. Ja. Und natürlich, was so ganz wichtig ist, sind dann die Backen. Genau. Später. Die zweite Seite hier. Machst du genau das gleiche. Ja. Man muss dazu sagen, jeder Filettierer hat eine gute Seite und eine schlechte Seite. Kennt vielleicht jeder, der es schon mal gemacht hat. Das ist die schlechte Seite? Ja. Aber nichtsdestotrotz kann ich die genauso gut. Das wollte ich hören. Weil man darf keinen Kram dran lassen. Die Karkasse nehmen wir natürlich mit, frieren die ein für die Fischschuppe. Die wir im Dezember machen werden, da werden wir noch ein Video machen. Denn es wird alles eingekocht. So, jetzt sieht man schon, jetzt kommt hier die Haut wieder. Das ist jetzt die Haut. Und da drunter liegen diese Y-Gräten. Und ich mache es halt wie gesagt immer so. Ich filettiere die Y-Gräten mit raus. So, und dann kannst du hier wieder gerade runterschneiden. Und jetzt hört man schon hier. Jetzt bin ich wieder auf die Bauchrippen hier. Ja. Und jetzt Messer ein bisschen gedreht. Ja, wenn jetzt noch ein bisschen was dran ist, René, das machen wir eh eine Fischschuppe dann. Na, da bleibt nicht dran bei mir. Jetzt tust du wieder einschneiden. Zack. Zack. Top, ey. Jetzt haben wir zwei perfekte Filets. Richtig geile Filets. So. Und wichtig ist noch? Ein bisschen was ist dran, aber ja, wenn man es hört, hier bist du auf die Gräten. Und jetzt die Backen. So, und die Backen. Die sind mit am besten. Da muss man so ein bisschen fühlen hier, die sind ein bisschen schwabbelig. Da kann man fühlen so. Und dann muss man hier ein bisschen, wenn es hakt, ein bisschen drehen. So, da ist man schön drin an der Backe. Wird alles verwertet. Die Ohren isst du bitte roh jetzt. Soll ich? Nee, das ist, soll ich? Die Träuche sind noch zu. Das nee, würde ich nicht. Also. Top. So, und jetzt mal, wirklich. Und jetzt mal ohne Spaß, das ist das Beste, was es gibt. Ja. Die sind so schön fest. Das sind wie milder Jungs, war Zander milder Jungs. Und die zweite Seite noch. Das ergibt sich auch von alleine, das musst du auch zwei, drei Mal gemacht haben, aber du merkst dann, wo der Knochen ist. Da fährst du lang. Top, ey. Ja, die Karkasse kommt dann mit.
wirklich zur rechten Zeit gebissen. Wir haben gesagt, oh, hoffentlich beißt einer mal noch hier, bevor man es uns, das auch schon, nicht schlafen legen, sondern ruhen legen. Genau. Da hat man meine gebissen. So, wenn man dann guckt hier, ist wirklich nicht mehr dran. Ne? Am Ende ist die Jacke ausgezogen. Komplett alles verwertet. Nicht und wirklich dran. Die Karkasse, wir nehmen den natürlich noch aus, das kommt noch raus hier, das können wir nicht mit auskochen. Ja, du hast hier ein bisschen, hier ist ein bisschen kleines Fleisch dran. Das kochen wir alles mit aus dann für die Fischschuppe. Hier vorne ist noch ein bisschen. Ja, wie gesagt, das kochen wir alles aus. Ja. Ja. Aber jetzt noch mal her, das passiert noch mal. Ja. Dickes Petri noch mal. Das ist der Kevin seiner. Achso, ja, stimmt. Dickes Petri. Alte Lampe, ja. Alte Lampe. Nee, richtig mega, Jungs, das freut mich. Ihr werdet den gleich noch sehen, wie wir den zubereiten, den Grill anschmeißen. Und ja, was gibt's Besseres mit geilen Jungs von den Gypsies? Richtig geil, einen richtig schönen, frischen Zander zubereiten am Wasser. Was ihr noch freut, man nimmt sich immer vor, ein Video zu machen. Und wenn das dann klappt, besser geht's nicht. So ist es. Ihr seid dabei, Jungs. Ihr seid alle dabei. So ist es. Mega. Was hast du dazu? Klasse, Weltklasse. Sagen, überventilatormäßig. Es wird schon mega gut schmecken, auf jeden Fall, die ganze Aktion. So ist es. Oh, Jungs und Mädels, wir haben noch ganz was vergessen, denn da sind noch die Schuppen und die Haut dran. Klar, die Haut ist geil, aber zum Grillen spielt das jetzt nicht so die Rolle. Deswegen zieht René nochmal die Haut ab. Genau, also ich fahre da immer drüber hier, ob alle Gräten raus sind. Alle Gräten sind raus. Wie gesagt, hier ist eine Haut dran. Und dann tut man hier so einen Finger drauflegen, lässt sich einen Zentimeter Platz, schneidet die runter. So ungefähr, das reicht. So, dann dreht man das Messer hier schön flach, schneidet ein bisschen ein und dann hört man schon, dann halte ich das Messer gerade, wie ihr seht. Da habe ich hier hinten mit dem Daumen lege ich an, das Messer hältst du und dann ziehst du bloß an der Haut. Kann man schon ein bisschen einwickeln, wenn es nicht so fettig wäre. Ja, kann man nochmal da stecken. Ja, wenn es nicht geht, mache ich einen Schnitt. Steckst den Finger rein. So. Ich steck sie gerne rein. Ja? Wichtig ist, dass wieder flach hinlegen, das Messer. Und dann hört man das hier, das Radstrich. So. Das Messer immer Richtung Haut. Genau. So. Geil. Und dann hat man ein schönes Filet. Du bist ein Genie. Und die Haut hier, da ist dann nichts mehr dran. Top. So, Jungs und Mädels, wie ihr vorhin gesehen habt, René hat den Zander schön filetiert. Jetzt habt ihr gesehen, der Grill ist an. Das heißt Pfeffer, Salz. Der Rest erklärt euch René. Viele nehmen Butter drunter, weil sie denken, es wird trocken, aber nee. Ein bisschen Zwiebel, das gibt hier auch Flüssigkeit ab. Ein schönes Stück Filet. Hände kurz abtrocknen an der Hose. Ein bisschen Salz. Gut, ein bisschen Meersalz. So, dann nehmen wir noch Pfeffer. Eine Lage Zwiebel oben drauf. Packen die ein und das Gute ist, in der Alufolie, das wird nicht trocken. Wir machen das hier 10-12 Minuten. Geil. So, top. Muss ich sagen, hier wegen der Butter, Kevin, ja, du hältst Licht, wa? Jawohl. Muss ich sagen, wegen der Butter, das verfällt schon ein bisschen den Geschmack und so. Deswegen macht gar nicht das schön mit Zwiebeln hier drunter. Die geben so viel Saft ab. Der Fisch hat auch Eigenanteil vom Wasser. Und deswegen kann der nicht anbrutzeln oder sonst irgendwas in der Alufolie. Also ganz einfach, wir können es nochmal zeigen. Zwiebel, Fisch, Hände abtrocknen an der Hose. Mhm. Bisschen salzen. Mhm. Bisschen Pfeffer. Frischer geht's wirklich nicht, Jungs und Mädels. Oh, nochmal Zwiebel oben drauf. Meine Fresse. Das war schon, ne? Das war schon eingepackt.
So, und so machen wir das jetzt mit den anderen Teilen. René, das werden wir uns schmecken lassen. Jawohl. Schlag ein. Geil, ey. Schön filetiert und schön zubereitet. Kätzchen, guck am Wasser, was gibt's Geileres. Nicht viel Tamtam. Einfach nur Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Alufolie, Grill und fertig. Und geiler geht's nicht, frischer geht's nicht. Das ist so, der ist gerade noch geschwommen. Wa? Guck dich mal die Filets an. Ja. Das ist doch tipptopp. Der ist gerade eben noch geschwommen. Den haben wir uns frisch geholt. Den haben wir uns geholt. Gäbe noch mal dickes Petri. Ja, danke. Ja, meine Rechte hat auch schon ein bisschen gepiept, wa? Ja, da glaube ich, seht ihr, da auch noch was dran trippelt. Ja, vielleicht hat er mal ein bisschen gekostet. Genau. Guck mal, das macht er wie so ein Koch, wa? Ja. Guck mal, so zack, zack, zack. Ja, ein bisschen Zucker hat er schon. Aber mehr ist es so nicht. Ganz einfaches Kochen. Salzen, Pfeffer und Chusi. Genau. Guckt euch die ganzen Schickimicki-Kochs an hier. Zack, bupp. Und der Meister. Ja. Mehr ist da nicht dazu. So ist es. Wir haben 9 Zucker rausgekriegt. Fest, das hat jeder 3er. Na, ich esse 4er. Du 3 und René 2. Genau. Weil genau. Der Koch, der hat eh nicht mehr so Hunger, weißt du? Genau. Ich hab noch einen Döner unter dem Kopf gegessen. Ach nee, das hättest du mir jetzt nicht sagen dürfen, weil da tue ich noch ein bisschen dran knabbern abends. Oder ich leg mich in den Schlafsack. So, wir hauen jetzt auf den Grill und dann sehen wir uns. So Jungs und Mädels, jetzt werden wir mal sehen, was René gezaubert hat. Denn, meinen Kaffee mal zur Seite stellen. Die Filets, bzw. Alufolie, war ganz schön heiß gewesen. Und guckt es euch an, oh, wie das duftet mit der Zwiebeln und sowas, wa? Guck mal, wenn ich hochnehme, guck mal, hier ist nichts angebrannt, gar nichts, wa? Man braucht kein Fett, man braucht wirklich keine Butter, nichts, einfach Zwiebeln drunter, hat genug Flüssigkeit, der Fisch an sich hat genug Flüssigkeit, wie der dampft, wie das riecht, ich glaube, jetzt klatschen wir uns den richtig rein und wie gesagt, frisch, oh! Live Biss, halt los! Ist das ein Biss? Ja. Wirklich? Da war es ein bisschen. Ja. Hat aber düt, wa? Bleib ruhig. Naja, mal gucken, bleibt ruhig. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Beim Essen. Jungs und Mädels, ich hab's vergessen. Ja, auf jeden Fall, die werden wir jetzt einverleihen. Frischer geht's halt nicht, wa? Wir haben den gefangen, innerhalb von 2 Minuten zubereitet alles. Oder 5 Minuten. Jetzt ist er hier auf dem Grill, noch eine Stunde oder 1,5 Stunden. Würde sagen, schmecken lassen, Petri heil. Petri, dank. Jungs, Biss und Fisch. Ich drehe durch, Biss und Fisch. Oh, es ging jetzt so schnell hier. Ich will es auch nicht hier. Oh. Ey, Kevin. Wie schnell hast du angepucht, sag mal. Ja, ich war zügig an der Ruhe. Ey, du hast schnell angepucht. Ja, na, gleich. Ey, warte, wo ist der Kescher hier? Warte. Oh, meine Chipsiletten hier. Ja, wohin geht's? Ja, okay, warte. Oh, hier kommt er. Warte, hier? Ja, ich mach. Alles gut. Und da ist er. Zack! Geil! Kevin, richtig dickes, fettes, mettes Petri, mein Freund. So, danke, mein Freund. Ey, du holst sie dir, wa? Du holst sie dir einfach ab. Ja. Zwar nicht ganz so groß. Nö. Aber, ja, so 5,50 hat er hoch. Ja, für der Zeig mal kurz. Ey, Kevin, der zweite Zander vom Ufer. Läuft mega. Ja. Halt mal ein bisschen höher, dann sehen die Jungs dich und den Fisch. Geil. Dickes, fettes, mettes Petri, mein Freund. Geil. Ja, nicht ganz so groß, aber top. Top. Mega. Und mega, man kann Fisch. Ja mal, mach mal das Maul auf, du hast ja klein gepucht, wa? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Der hängt wirklich, warte mal. Wo ist der Haken? Oh, jetzt hat er mich gebissen. Na, der hat Bock. Ja, man sieht da, hier links. Sieht man das? Ja. Den können wir schnell rausoperieren. Danny, lass mal schwimmen. Das ist top. Einmal frei. Der ist ein bisschen zu klein. Aber trotzdem, dickes Petri, mein Freund. Danke. So, Jungs und Mädels. Die liegen alle schon im Nest hier. Die ruhen ein bisschen. Ich, wie gesagt, im nassen Boot. Hab eine schöne Plane natürlich mit. Ich habe an alles gedacht. Drunter gelegt, damit nicht nass wird. Eine schöne Isomatte. Und einen schönen Schlafsack drauf. Aber Kevin, wenn das nicht ist, hä? Oh. Du bist ja nacksch. Du musst dich nicht gleich nacksch machen hier fürs Video. Zieh nur was an. Ach so. So, hier. Pelze ich mich jetzt rein hier. Oh, auch ein bisschen.
Ich darf natürlich die Funke hier nicht. Die Funke darf ich nicht. Hier oben hin. So. Ich drehe jetzt nochmal um. Sieht man natürlich auch nicht. Wie gesagt, wir ruhen jetzt alle. Wenn irgendwas geht, seid ihr natürlich mit am Start der Nacht. Und wenn nichts geht, seht ihr trotzdem mit am Start. Also, bis Dänchen an. Dänchen. So ist es. Oh Jungs. Jetzt ist noch mal einer abgelaufen. Oh ey, mach einen Biegel auf, Kevin. Die Nacht ist gerade vorbei. Und was will ich sagen? Da ist noch mal einer durchgelaufen. Aber wie, wa? Ja, voll durchgelaufen. Nimmt keine Schnur mehr. Hat er das gelassen, oder? Hat der was gemerkt? Keine Ahnung. Aber voll ist mit durchgelaufen, wa? Ja. Ja, durch den Winter lassen wir halt wirklich ein bisschen Freilauf auf. Ich habe solche hier solche Clips dran. Aber, ja. Keine Ahnung, jetzt ist er weg. Meinst du? Ja, wenn er keine Schnur nimmt, schau es einfach an. In der Hoffnung, dass er was... Was soll ich machen sonst? Warum sind jetzt einfach? Ja. Wie lange soll ich nur warten? Ja, warum sind jetzt richtig? Keule an, Kevin. Hängt? Oh ja, hängt. Hängt. Ich dreh ab. Hängt. Hängt, wa? Klar hängt da was. Freddy, was sagst du? Hängt da was? Sieht so aus. Ey, was ist denn hier los? Wird das der dritte Zander sein? Ja, der sieht nach links, das ist einer. Ja. Jungs, das ist einer. Oh ja! Dickes, fettes, mattes Petri. Geil, ey. Da ist er. Richtig geil, ja. Kevin. Hier ist der dritte geil. Zander. Echt mega. Und nicht allzu groß. Der kommt natürlich wieder rein, der ist untermaßig. Genau. Wir werden den Haken erstmal gleich rausoperieren. Ja, geht. Aber der hängt nicht schlecht. Nö, den kriegt man ab. Deswegen? Weil deswegen? Anhauen, gar nicht so ewig lange warten dann. Das ist Mist. Aber der dritte Zander, was ist hier los vom Ufer? Echt? Aber nur bei dir, du hast doch irgendwo angefüttert schon vorher, ja? Bitte. Du Hund, du. Geil für mich, aber halt schlecht für die ganzen anderen. Ja, aber ist egal. Ja, dickes Petri, Kevin. Jo, danke. Geil. So, Jungs und Mädels, was ist jetzt hier los? Ihr habt gesehen, Kevin hat gerade sein gedrillt hier. Gerade gebissen. Ich hab gerade noch oben gesagt, jetzt ist Beißzeit, Jungs. Jetzt müssen wir die Gärten noch drinnen lassen. Und jetzt läuft gerade einer hier. Oh, ich bin jetzt aufgeregt. Ich habe richtig Angst, Jungs. Ich will doch nicht hier. Wenn soll ich ihn anhauen, René? Kann sie nicht geben. Komm hier, wie er schön läuft. Guck hier. Siehst du das? Warte nicht zu lange, gib mir einer. Na, ich hab ein bisschen Angst, weißt du? Kevin, mit solchen Anhauen, komm mit dem Kescher her. Oh, der ist aber voll ran, wa? Ich lasse straff ziehen noch ein bisschen. Und dann kurbel ich noch an. Und hau an. Oh! Alter, was ist das? Alter! Was ist denn das, Jungs? Fisch. Ey, das ist übelst schwer. Was ist denn das? Vielleicht ein Wels. Ey, ich krieg den nicht ran, kein Scheiß. Kommt ganz langsam. Alter, das ist ein Big Fish, Alter. Kein Scheiß, Jungs. Oh, bitte bleib dran, ey. Oh, das ist wirklich ein Big Fish, Jungs. Das ist ein richtiger Big Fish. Kevin, hast du den Kescher gleich hier? Alles hier, alles da. Kevin, hier, hau mal rein hier. Den Kescher. Den musst du gleich wegnetzen. Ja, den netzt du gleich weg. Hier nur. Hochgeprägt die Sau, Alter. Hä? Hochgeprägt die Sau. Oh, da kommt er. Was ist denn hier los? Auch deswegen war es so schwer. Ey, was ist denn hier los? Deswegen war das so schwer gewesen, weil das Blei oben hing und das, was ist denn hier los? Alter, ein schöner 60er, ey. Kevin, ey, gucke hier.
Hast du sie wieder abgespult? Ich habe gesagt, jetzt ist Beißzeit. Oh, warte, ich zeige ihn gleich hier. Oder was? Wir machen den schnell auf der Abpackmatte und dann zeigen wir ihn euch. Geil, ey. So, Jungs und Mädels, damit es den Zandern auch gut geht, habe ich ja schon vorhin gesagt, hier, wo wir den hatten. Abpackmatte. 64 cm. Ich zeige ihn euch schnell. Oh, der ist schön durchgelaufen. Das hat sich auch übel schwer angefühlt, wa? Guckt ihn euch an. Der ist aggressiv. Ich war gerade aggressiv. Richtig geil. Richtig geiler Fisch am Morgen. Und ich habe vor 10 Minuten gesagt, jetzt ist Beißzeit. Kevin fängt ihn. Meine läuft ab. Oh, geil, Jungs. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Der vierte Zander. Und wir sitzen nur eine Nacht. Wahnsinn. Herbstzeit ist Zanderzeit. Köderfischzeit. Fahrt raus und fahrt angeln. So, Jungs und Mädels, wie ihr gesehen habt, wir haben abgebaut. Wir konnten wirklich 4 Zander fangen vom Ufer. Nochmal dickes Petri zu deinem Mitte 60er. Ja, das war echt top. Ich habe mir auch noch einen geholt und Kevin hat nochmal 2 kleinere geholt. Ja. Leider, René. Ich habe die Köderfische geholt. Ja, René hat die Köderfische hier gefangen. Und ja, beim nächsten Mal dann, da steckt man nicht drin, wa? Und so ja, wie die ziehen. Halt. Und René hat rechts geangelt, wir haben relativ weit links geangelt. Ja. Vielleicht sind die da mehr gezogen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein richtig geiler Abend. Wir haben Catch and Cook gemacht, also frischer geht es wirklich nicht. Mega. René hat richtig geil filetiert. Und ich denke, wir können zufrieden sein. 4 Fischer. Ja. Ja. Wir sind ungleich verteilt. Wir sind oft genug als Schneider weggegangen. Wir hatten 4 Fischer. Wir haben schön gegessen, wir haben Spaß gehabt, die ein oder andere Fanta getrunken. Den Glühwein zum Aufwärmen. Ja, und das Breit. Ja. Wir haben ein Boot getragen. Ja, genau, wieder also, runtergetragen. Ich denke, es war ein ganz gelungener Abend. Genau. Kevin, du hast noch mal einen Satz oder 2 Sätze hier. Hau alles raus und dann René. Kommentieren, liken, abonnieren. Hallo, das ist mein Port. Das ist mein Kevin. Port. So. Heute ist mein Port, ich bin Gast bei dir. Nee. Kevin, wie hast du es empfunden? Es war echt eine mega, mega geile Nummer mit dir zusammen. Ja, direkt, endlich. Direkt Chaos. Ja. Ja, ein bisschen Team Chaos ist auch am Start hier, ja, muss man sagen. Ja. Aber ansonsten, geile Nummer, gut. Wirklich gut gelaufen. Ja. Schade, dass er nicht gefangen hat, aber ja, ein bisschen ungleichmäßig verteilt, ja, war, ja. Aber man steckt immer nicht drin, aber den Ruten lang auch gut. Genau die Entfernung, wie wir geworfen haben. Alle gut. Ich fange immer, wenn die Kamera nicht dabei ist. So, Jungs und Mädels, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Schreibt gerne was in den Kommentaren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, das würde uns hyperventilatormäßig freuen. Und ja, habe ich schon gesagt, lasst ein Abo da. Ja. Das sagen sie mal zur Sicherheit. Also, lasst ein Abo da. Ja, genau. Nee, alles gut. Und scheiß nicht ins Nest. Ja, warte, hallo, das ist wieder mein Part. So, dann sage ich mal, wir sind raus für heute. Bis nächsten Sonntag. Scheiß nicht ins Nest. Bis Tänchen an Tänchen.